Jahrelanges Training und natürlich perfektes Timing sind die Voraussetzungen für diese actiongeladene Show. Waghalsige Fahrten auf 2 oder 4 Rädern, atemberaubende Autoüberschläge und extreme Feuerstunts gehören zum Repertoire des 10-köpfigen Teams. Angst kennen sie nicht, die Männer der Hot Nitro Circus Stunt Show. Bereits die Großeltern von Dominique Lagrin, dem Senior des Familienunternehmens aus dem Selfkant, waren Artisten und fuhren mit Motorrädern auf gespannten Hochseilen. Die heutigen Shows beinhalten alles, was das Actionherz begehrt. Eine Veranstaltung, die, ja, ich sag mal, alles, was mit Auto, Motorsport zu tun hat, hier beinhaltet. Unser Fahrradteam versucht hier heute das Möglichste auf dieser Bahn, auf diesem Parcours zu zeigen, sprich PKWs, Fahrräder, Mountainbikes, Quads, Buggies oder Monster Trucks. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Zuschauer, das Publikum, das hier heute anwesend sein wird, heute zum Rocken kriegen. Die Zuschauer können es aber kaum erwarten und staunen nicht schlecht beim Anblick der fliegenden Motorräder. Ready, steady, go! All right, boy! Er reißt die Gänge, er geht über die Rampe und One-Hander! Hier kommt er schon angeschossen, ich kann es nicht glauben, habe ich jetzt über die Rampe? Wow! Die Welt der Stunts findet bei Niklas Hansen ebenfalls auf 2 Rädern statt. Aber er verzichtet dabei auf Motorkraft. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das dann mit dem Fahrrad so macht. Mit dem Sport, den man, der so einfach aussieht, der aber dann nicht so einfach ist, das in die Tat umzusetzen. Und jetzt mache ich halt gleich mal einfach einen Trick. Ein Rückwärtssalto oder eine seitliche Drehung. Mal gucken, was dabei drin ist. Halten Sie sich fest. Unser Niklas tut es auf jeden Fall, denn hier rollt er schon an in die Bahn hinein und Wahnsinn pur, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, über die nächste Rampe drüber hinweg und wow! It's Showtime! Here we go, der erste in die Trampe und Ladies and Gentlemen! Auch das jüngste Mitglied der Stunt-Familie, die 9-jährige Lorraine, zeigt bereits seit dem 4. Lebensjahr ihr Können auf dem Quad. Abheben! Jawohl! Feuer frei! Für unsere Lorraine, die den Flug hier in Angriff nimmt, gerade fahren und denk an den Mann mit der Kamera! Ich bin hier bei der Monster Truck Show und mache schon 5 Jahre mit und zeige mit dem Quad halt Stunts. Feuer frei! Kurz vor Aufprall setze ich dann noch eine... Leiter des 10-köpfigen Teams ist DJ Quick. Dominique Lagrin Junior. Auch er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Die folgende Aktion besteht darin, dass ich mit diesem Buggy der Marke Polaris Ranger mit 700 Kubik Automatikgetriebe über dieses Gelände auf nur 2 Rädern fahre. Das heißt, das Gas geben, abbremsen, ein Spiel mit der Lenkung, der Bremse, der Kupplung und dies alles gleichzeitig. Man sieht es schon, wenn ein Schlagloch kommt, wie das Steuer vibriert und hier hält er die Balance, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Er fällt ein über das gesamte Gelände und er wird auch noch an Bord live mitgefilmt durch eine Bordkamera. Und auf einzelnen Rädern wieder sicher zurück. Voila! Bahnt sich seinen Weg über die Rampe drüber hinweg, kommt ins Schleuder. Wenn er den Geist aufgibt, können wir es nicht ändern. Hier kommt er nochmal in Position und auf einzelnen Rädern zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Und was hat den Zuschauern am besten gefallen? Das Quad war super. Wirklich, was er damit anstellt, klasse. Ich kann's nicht. Das sah besonders aus, als er durch die Bretter durchgefahren ist. Eigentlich alles. Also die Show ist klasse bis jetzt und hoffentlich geht's so weiter. ...450 PS auf der Hinterachse. Da bleibt von den Reifen nur noch Granulat übrig. Das Spiel mit dem Feuer. Eine besondere Gefahr, der sich die Stuntmen immer wieder aussetzen. Respektvolle Stille, als der Master of Hellfire mit Benzin übergossen wird und minutenlang als lebende Fackel seine Runden dreht. 2, 1, brennen! Master of Hellfire! Mit ohrenbetäubendem Lärm zerfetzt der Nitro Man mit seinem Monster Truck 2 schrottreife Autos. Wahnsinn!
live hier in Erklens. Am Ende der Show bleibt nur plattgewalztes Metall übrig. Wieder geht eine eindrucksvolle Show zu Ende, die das Publikum begeistert hat und die beim Stunt-Team keine größeren Blessuren hinterlassen wird.